scharf? Irgendwie nicht. Das Licht kannst du mal auf zwei Drittel stellen. Ist schon. Na, es ist ja auch ein bisschen düster, ne? So, lass mir einfach so. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Hi, guten Direkt Morgen. aus dem Schlafzimmer. So, wir haben das hier heute. Ich mache jetzt mal ein Licht an. Das Tolles bringt ja Licht, gar ich nichts. wollte gerade sagen, Doch, guck mal, tolles das wird Licht. gut. Es ist draußen schon hell. Ein bisschen. Es ist jetzt Viertel vor acht. Und wir haben heute. Sonntag. Was ist denn hier? Kann man das Das sieht sehen? man bestimmt nicht. Klar. So Mach ist es so nochmal. besser. Gut, besser ohne Licht oder besser mit Licht? 7:46 Uhr. Ich muss hier in Spiegelschrift lesen. Also, ja, 7:46 Uhr. Heute ist Sonntag. der 11.3. Und wir dürfen einen Tag lang den Boden nicht berühren und das fängt jetzt an. Warst du schon auf Klo? Nein. Dann wollen wir mal. Wie geht dir Ash? das? Der ist schon wach. Ich hab doch Warte. schon was gehört eben. Der ist schon aufgestanden. Bist du schon Oder wach? aufgewacht. Also meine Aufgabe besteht jetzt erstmal darin, einmal zu ihm rüber zu kommen. So. Hallo? Ist da schon jemand wach? Juhu. Was ist denn los? Guten Morgen. Du darfst. Oh. Ja, Ash hat genau die gleiche Lampe wie wir im Wohnzimmer mit Fernbedienung und die hat er im Bett und wenn er die anmacht, dann ist sie halt manchmal auf super hell gestellt. Ja, Mäuschen. Hey! Du darfst den Boden nicht berühren. Ach du Einen Scheiße. Tag lang. Also denk dran, wenn du aus dem Bett rauskommst, Boden ist Lava. Oder Boden ist Tabu. So. Scheiße. Und wir dürfen das Ach du natürlich auch Scheiße. nicht. Ich werde jetzt erstmal da Mach mal drüben kurz mal an. an meine Jockey kommen, weil Was? ich hier natürlich gerade nicht so viel. Machen wir etwa alle mit? Muss ich mitmachen? Jetzt selbstverständlich. Nochmal. Also, das Praktische ist, dass ich hier einfach übergreifen kann. Oh nein! Und der Hemd ist schon mal runtergeflogen. Und da muss ich jetzt erstmal rein. Halt mal kurz fest. Denk dran, dass du mich jetzt hier nicht zeigst, ne? Sonst wird das nachher Doch, mach zensiert ich. oder so. Adler hat keine Hose an. Ihh, der Vater ist in Mein Unterhose. Spatzi, was los? Spielst du mit dem Licht? Muss ich mich daher auch anziehen? Ich muss auch noch mal auf Klo. Wieso gehst du auch nicht so auf Klo? Ich muss auch mal. So, Teil 1 haben wir geschafft. Ja, und jetzt? Ich bin angezogen. Tada! Hey, du hast ja eine ganz andere Bettdecke als Ich bin ich. angezogen, immer. Wusste ich natürlich. Mama hat nämlich Ich irgendwann auch. mal hier diese Bettdecke hier angeschleppt. Weißt du was? Ich Und habe ich zwei habe von solchen Bettdecken. dann. Zwei. Und die zweite Bettdecke hat jetzt Ash, weil Adrian sagt, das knistert hier und er kriegt hier Das lauter knistert. Schläge. Da drunter, da gibt es Gewitter. Da braucht man mit der Hand so Nein! längs zu gehen, dann blitzt und Warum passiert donnert es bei das mir da. nicht? Ah, ich Keine habe keine Ahnung. Beinehaare wie du. Ja, Zieh Mäuschen. dich jetzt auch an. Ich kann dich gar nicht sehen. Ich habe hier Überbelichtung auf der Kamera. Da muss man das andere Licht anmachen. Also kannst du mal den Vorhang da aufziehen. Ich meine, das Rollo hochziehen. Aber weißt du, ich weiß meine Lösung für mich. Ich Na? bleibe heute den ganzen Tag im Bett. Ey, 24 Stunden im Bett. Ja, echt Gute jetzt? Idee. Ich brauche jetzt gleich die beiden Nachtschränke da. Weil ich auf den Nachtschränken darüber gehen werde. Und dann ziehe ich immer einen Nachtschrank. Nee, ich habe noch eine bessere Idee. Mäuschen! Was? Von mir? Wollte ich eigentlich, aber ich bin noch nicht ganz klar, wie ich da hinkomme. Aber hier ist ja dieser Sitzsack und ich muss die Fernbedienung irgendwie wegbringen. Ich springe jetzt einfach auf den Sitzsack rauf, von dieser Treppe, Ja, dann und dann kannst du auf die gehe Kissen ich auf den drauf. Tisch rauf. Nee, Du ein kannst doch nicht Platzer so unter das Sitzsack war Bett. ja noch. Du Nee, hast hab doch ich da. Sitzkissen da. Warte, nein, warte. Ich brauche deine Kissen. Nein. Doch, Sitzkissen, schmeiß mit mal den Kissen rüber. kann man ganz locker drauf Wo? rum. Und da ist er rüber gesprungen.
Aber schmeiß mal zwei so eine Sitzkissen her da. Aber darf ich auch den gleichen Weg benutzen, den du benutzt? Nee. Wieso nicht? Hier, der muss sich das anders einfallen lassen. Bist du gemein. Du bleibst echt erst recht im Bett. Spielverderber, durch und durch. Papa, ja. Ich habe mir hier noch einen Übergang gebaut vom Sitzkissen darüber. Schmeiß immer so ein kariertes Kissen her, zwei Stück davon. Brauchst du mehr als zwei? Für mich kannst du auch einfach hier rüber schmeißen. Also, pass auf. Oh, weißt du, was ich... Ash kann damit erstmal einen Weg... Was? Ich hab mir was für Ideen. Du nimmst doch nicht deine guten Kissen. Doch. Auf die ich nicht mal meine Füße drauflegen kann. Ja, Schnucki. Und diese Kissen darfst du gleich nicht benutzen. Ganz einfach. Zack. Zack. Zum glücklichen Bett. Die Mutti an. Ein Wäscheberg. Ja, Mama, ich bekomme Besuch. Du kannst mal gleich Max wecken. Der kann auch mal aufstehen. Hey, Mama, komm. Der war nämlich gestern auch schon recht früh im Bett, ne? Wann war der? Der ist doch recht früh hochgegangen, ne? Um 10 war er schon im Bett. Ja. Ich komm rüber, Papa. Ash kommt auch schon an. Hier kommt Bewegung in die Bude. Ja. Aber für mich brauche ich auch noch zwei. So. Ich muss aufs Klo. Mach doch mal. Geh aufs Klo. Du nutzt auch einfach deinen Weg. Du darfst es nicht, du hast es mir gerade eben auch verboten. Ja, ich habe die Spielregeln geändert. Also ich gehe kurz mal runter die Waschmaschine anschmeißen. Treppe darf ich noch benutzen, wie geht das? Treppe darfst du benutzen, ja. Aber wie kommst du denn von der Treppe zur Kellertreppe? Ah, ich hab... Dran langhangeln? Ja, oder ich habe hier Wäsche. Du fakest das bestimmt gleich. Weißt du was, ich habe ja Stühle. Da? Okay, ich komme mit und filme das. Küchenstühle. Treppe. Ich wollte eigentlich... Darf ich hier Kissen mitnehmen? Ja, aber dann komme ich da ja nicht mehr zur Treppe. Also, wir haben übrigens gesagt, die Treppe, die darf man benutzen. Das ist ja nur ein, ist die Treppe jetzt ein Fußboden oder ist die Treppe eher ein, keine Ahnung, wir benutzen sie als Nicht-Fußboden. Und Mama hat mir tatsächlich die Kissen ja weggenommen. Papa? Na? Ich muss aufs Klo. Und? Wieso das denn? Hast du den Boden nicht berührt? So, ich habe mir jetzt hier erstmal eine Straße gebaut, die hier rüber führt zur Treppe. Und jetzt kann ich runtergehen. So. Verdammte Kiste. Und nun? Wenn es heute den ganzen Tag so hier lang geht, dann schaffe ich ja gar nichts mehr. Brauchst nichts zu schaffen, ist Sonntag. Also, Kissen? Alter, die guten Kissen, ne? Da kostet ein Bezug 17 Euro. Die Treppe haben wir benutzen. Treppe kannst du benutzen, ja. Tschüss. Aber der Keller hat einen Fußboden, wie kommst du denn da weiter? Ja. Mit Kissen. Ja. Ich schlepp dir jetzt den ganzen Tag hier rum. Und ich gehe jetzt mal zu Max hoch und werde den mal wecken. Mama ist gerade schon wieder aus dem Keller rausgekommen. Ich wollte gerade nach oben. Und was machst du jetzt? Wieder ins Fenster. Fenster. Sportlich, sportlich. Schnucki. Ich gehe jetzt trotzdem mal kurz zu Max und weck den, okay? 8 Uhr, da kann man doch gleich locker frühstücken. Der Arme, der würde sagen, was? Ohne den Fußboden zu berühren. Aha. So. Max hat ja hier so eine Hühnerleiter, wo es in sein Zimmer geht. Die gilt also auch als Fußboden, als Nicht-Fußboden. Aber wie ich hier gleich weiterkomme, weiß ich noch nicht. So. Guten Morgen. Ich bin schon wach. Du bist schon wach? Ja. Okay. Wir spielen heute ein Spiel. Und zwar einen Tag lang den Fußboden nicht berühren. Bist du jetzt hochgekommen? Ja, die Treppe. Die gehört nicht zum Fußboden dazu. Mach die nicht kaputt. Das ist meine. Ist sowieso schon kaputt. Nee, da trittst du nicht rauf. Wieso denn nicht? Dreh ich nachher rauf, weil ich das brauche. Zack. Was ist das denn? Wieso knackt hier alles? Sitzt einer auf dem Dach?
So. So und. Ah, hast du gut geschlafen? Ich bin hier fast runtergeflogen, weil das. So. Gut geschlafen? Ja. Okay. Mal aufstehen. Nein. Das ist hier mein Weg gewesen. Hast du gleich liegen lassen? Ja, ne? Hier wird es nachher durchs ganze Haus überall Wege geben, wo wir ja langgehen können. Wie ist es mit der Treppe? Treppe habe ich mir überlegt. Ist kein Fußboden. Ich denke, da ist auch die Unfallgefahr ein bisschen zu groß. Wenn man sich da irgendwas hinlegt oder so, dann fliegt man da runter. Da ist auch so ein Teppichding drauf. Ja, genau. Also Treppe spielt einfach nicht mehr. Okay, das ist gut. Kein Boden. Dann bleibe ich den ganzen Haufen. Also, Max, aufstehen. Ich fange gleich. Wir wollen gleich frühstücken. Und dann wollen wir Brötchen holen, ohne den Fußboden zu berühren. Keine Ahnung. Fahrrad. So. Er ist schon fertig hier? Nee. Doch! Bist du fertig? Hm? Okay, dann kann ich da ja gleich rein. Dann werde ich mich einmal schön in die Badewanne legen und bei dem miesen Wetter. Boah, kann man das sehen? Nee, ist viel zu hell. Bei dem miesen Wetter werde ich mich schön in die Badewanne legen. Oh, und den Sonntagmorgen genießen oder irgendwie so, weiß ich noch nicht. So, Mäuschen. Und du? Willst du runter? Oder bleibst du erstmal in deinem Zimmer? Ich bleib erstmal hier. Okay. Du kannst mal dein Rollo hochziehen. Und dann gehe ich einmal hier ins Bad und dann bis gleich. Und dann gehe ich einmal kurz ins Bad. Ja, muss ich jetzt hier erstmal den Weg frei machen. So, da liegt schon mein Kissen drin. Bis gleich. So, und mittlerweile bin ich auch schon fertig. Wer ist jetzt hier drin? Ich ist da drin. Das ist ja interessant. Und ich werde jetzt hier mal gucken, dass ich irgendwie nach unten komme. Und da werde ich mal sehen, was Mama und Ash da machen. Oh, der Weg steht noch. Das war praktisch, dass man hier einfach so überall lang gehen kann. Kannst du uns jetzt Frühstück machen? Wie bitte? Kannst du uns jetzt Frühstück machen? Erstmal gehe ich jetzt ins Wohnzimmer und mal sehen. Okay, hier erstmal festhalten und darüber und darüber. Und hier geht's runter. Das ist total einfach dann für ihn. Mach den Tisch nicht kaputt. Ja! Das ist ja wie im Zoo, so ein bisschen im Affenkäfig, ne? Von Ast zu Ast schwenken. Ja, wirklich. Aber es erschwert natürlich den ganzen Tagesablauf, finde ich. Ja. Was machst du? Fernsehen gucken. Wir Sonntag. Unser Frühstück. Was? Wie war da unser Frühstück? Ich habe schon die Kommentare gemacht. Ich bin auch hier. So. Aber über das Sofa, nicht über den Tisch. Und dann darauf. Kommentare. Ja. Fernseher an. Kommentare. So sieht unser Sonntag aus, wenn wir den Boden nicht berühren dürfen. Kann man ein Frühstück machen? Frühstück, mach dich mal. Frühstück hört nicht. Ruf mal lauter. Wir warten jetzt mal, bis Max fertig ist und dann muss ja irgendjemand vielleicht mal Brötchen holen. Mal sehen, wie wir das meistern. Brötchen holen. Und ich glaube, ich habe da gerade gehört, dass Max runterkommt. Hier wieder über Stock und Stein. Oh, hi. Max, hast du alles fertig? Bist du gewaschen, Zähne geputzt, Haare gestylt? Ich habe Hunger. Jetzt gibt's Frühstück, aber wir müssen Brötchen holen. Ohne den Boden zu berühren. Ich zieh Schuhe an. Das reicht nicht. Also, jetzt hätte ich ja fast gesagt, schreibt mal, wer Brötchen holen soll. Wer holt die denn jetzt? Du mit Ash zusammen? Rauf aufs Rad irgendwie und los? Weiß ich nicht, kannst du doch machen. Und Mama hatte gerade die beste Idee, nämlich einfach bis zur Garage irgendwie hinkommen und dann ab ins Auto. Und dann würde ich sagen, geht Mama auch schnell mal Brötchen holen. Nee, und dann bis Papa. Gleich. Ja, das macht der Papa. So, das ist jetzt meine Idee hier, wie ich zum Auto komme. Ich werde einfach mit einem Hoverboard dahin fahren. Und unterstützt werde ich bei meinem Einkauf von Max. Genau, von mir. Und du kommst wie mit? Warte, auf. So sieht's nämlich aus. Max auf dem Longboard. Wie gibst du denn ein? Wie gibst du Anschwung? Stock oder sowas. Oder also wie ein. Wie so ein. Wie heißt denn die Gondoliere in Venedig? Ja. Mama hat irgendwas. Und dann
ich auf dem Teil und Mama bringt hier den Stock. Oh ja, warte, ich komm zu dir. Wieso nimmst du nicht einen Besen? Der steht doch vor der Tür. Es geht. Ich glaube, der ist besser. Ja. Und es wird kompliziert. Hier sind nämlich lauter Stufen und Hindernisse, über die man nicht so einfach rüberkommt, ne? Alter, und jetzt hängst du fest. Soll ich die anschieben? Mach die Treppe nicht kaputt. Nee, die arme Veranda. Und Max versucht, er kriegt es hin. Aber ehrlich, habe ich noch keinen Plan, wie ich mit dem Teil da runterrollen soll, ne? Bekomme ich nicht lieber ein Skateboard? Skateboard? Das ist viel leichter. Ja, das muss nicht so viel rumschleppen, ne? Und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie... Alter, ich komme hier nicht rüber. Auf einem Bein. Und das andere Teil hier rüberheben vielleicht. Ohne den Boden zu berühren. Das wird nichts. Es wird was. Oh. Die Hälfte ist geschafft. Und komm rauf hier. Komm. Komm. Ist das wackelig? Ist das wackelig? Und wie komme ich jetzt hier die Treppe runter? Wir haben uns hier nicht genug Zeit, oder? Ja, schaff's eigentlich nicht. Ja? Was wird das denn? Ich kann gehen. Wie komme ich hier runter? Wie komme ich hier runter? Wie komme ich hier runter? Hast du eine Idee, wie ich hier runterkomme? Ich überlege schon die ganze Zeit. Hör nicht zu! Ich brauche... Okay, ich habe das Problem, glaube ich, gelöst. Mal sehen, ob das was wird. Rollen wir mal kurz hier rüber. Das ist mein Hilfsmittel hier. Wofür den Stuhl haben? Brauche ich jetzt erstmal. Auf ich muss ja auf irgendwas rauf. Er muss sich hinsetzen. Ach so. Auf irgendwas muss ich erstmal rauf. Komm. Alter Schwede. So, da muss ich rauf. Dann werde ich das Teil hier darüber heben. Und dann werde ich in die Ferne davon zischen. Dann schreib mal abschließend. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Das Ding ein bisschen Licht daran hier. So. Und jetzt mit einem Schritt darüber. Und mit dem anderen nicht hinfliegen. Okay. Das wird irgendwie ein Problem. Vielleicht muss ich mich lieber hier dran festhalten. Und ich darf hier mit dem Teil nicht rumrollen. Scheiße. Okay, keiner hat's gesehen. Was ist mit deinem Stuhl passiert? Irgendwie wackelt der, glaube ich, ganz schön doll. Und jetzt erstmal den Jungs hinterher. Juhu! Hey! Was ist das denn? Nichts. Ist dir was passiert? Nein, alles gut. Du humpelst da wie so ein alter Mann, ne? Ich humpel halt gerne. Wieso rollst du denn nicht? Rollt das Teil nicht mehr? Wo, und wo ist dein Longboard abgeblieben? Ich finde das eigentlich leichter so. Wo ist dein Longboard abgeblieben? Das ist drin, hab ich mir getauscht. Ach so. Mal gucken, was Ash da vorne macht. So, also du kommst, glaube ich, besser voran, wenn du nicht dich am Besen voranziehst, sondern den Besen nimmst, um zu schieben. Aber wieso ich... Also Max hat sich gerade eine etwas schwierigere Variante ausgedacht, freiwillig. Auf dem Skateboard, eine Hand das Handy, ja. Ich sehe es nicht, weiter runter. Eine Hand das Handy und andere Hand den mein Stock. Mein Zauberstock. Ash kommt auch langsam voran, aber es wird. Und so düsen wir zum Auto, indem wir dann ohne den Fußboden zu berühren zum Bäcker fahren. Und Garage ist erreicht. Muss ich da nur noch mal rein. So,
Garagentor. Hi, Papa. Das Garagentor aufzumachen, während ich hier auf dem Teil draufstehe, hat geklappt. Was ist das? Ash ist auch schon hier. Okay, jetzt muss ich nur durch die Richtung. Max tobt da hinten noch irgendwo rum. Und ich werde jetzt mal versuchen, ins Auto einzusteigen. Indem ich hier, mal sehen, ob hier genug Platz ist, dass ich da durchkomme. Oh, nee, ne? Schade. Wie soll ich denn die? Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht so. Und dann so. Vorwärts in die Richtung. Rückwärts in die. Vorwärts in die. Rückwärts in die. Vorwärts in die. Also langsam. Verdammt. Es klappt. Es klappt. Es klappt. So. Okay, ich bin an den Rädern vorbei. Schande, jetzt muss ich nochmal umdrehen. Okay. So. Ich glaube, jetzt komme ich rein. Nur noch ein Stöckchen trennt mich vom Auto. Muss ich nur aufpassen, dass mir das Hoverboard nicht unter das Auto rollt. Da kriege ich es ja wohl dann nicht mehr so einfach wieder raus. Okay. Oh, geschafft! Super! Also, ich habe es geschafft ins Auto. Das Hoverboard habe ich auch schon mal eingeladen. Und jetzt geht es darum, dass die Kinder noch mal hier rein müssen. Muss auf die andere Seite. Tschüss. Gib das. Hier sitzt mein Max aus. Der humpelt sich hier ran. Auto zu. Okay, einsteigen. Och, aber... Jetzt bin ich ja hier. Und wo soll mein Longboard hin? Im Kofferraum. Hä? Oh nein. Und dann könnt ihr über den Kofferraum einsteigen. Nö. Keine, oder legst einfach hinten in den Fußraum rein. Komm, hier vorne. Und wir sind alle gut reingekommen hier. Jetzt genau. Sind wir unterwegs. Jetzt müssen wir hier nirgendwo den Fußboden berühren. Und gleich wird es noch ein Problem geben. Wir müssen ja in die Bäckerei. Ja. Und wir sind angekommen. Ach, genau, jetzt müssen wir irgendwie reinkommen. Wie? Werden wir sehen? Erstmal müssen wir da hin. Also erstmal müssen wir da raufkommen wieder. Ja, das kriegen wir hin. Kriegst du auch hin? Aussteigen, oh. Männer. Hoverboard ausgeladen. Papa ausladen. Hoffentlich komme ich da gut drauf. Wird schon. Immer hier umklappen. So. Okay, stopp. Okay, ich hab's geschafft. Ich steh schon mal wieder. Und hier ist ein bisschen mehr Platz als in der Garage. Auf zum Bäcker. Hm. So, und auf zum Bäcker. Okay, Ash hat jetzt in der Zwischenzeit mal seinen Besen verloren. Dadurch kommt er auch nicht mehr vorwärts. Doch, er hat ihn wieder. Und eben mal sehen, Max kommt hier Stück für Stück voran. Bin auf gutem Wege. Und ich habe ja hier keine Schmerzen, ne? Ja, den lassen wir tauschen. Solange der Akku voll ist. Ich weiß nicht, wie voll der noch ist. Tauschen. Kein Tauschen. Wieso? Stück für Stück. Und Stück für Stück. Und Max ist in die verkehrte Richtung unterwegs, ne? Du rollst rückwärts. Während die Jungs also hier versuchen, hier reinzukommen, kann ich mich schon mal in die Schlange einsortieren. Und die Jungs sind auch schon mal bis zur Tür gekommen. Und er hat es geschafft. Wir haben die Bäckerei alle gesund erreicht. Nur mit einem kleinen Absturz. Und dann geht es jetzt mal Brötchen kaufen. Die Schlange ist auch ein bisschen kleiner geworden hier. Ist ja auch praktisch. Ich brauche den Besen nicht mehr. So, und ich glaube, ich bin dran mit bestellen. Guten Morgen, ich hätte gerne 10 Brötchen. Ihr sagt ja mal, was ihr wollt denn. Ja. Sagst du auch, was du möchtest? Ja. Schokobrötchen. Das ist hier aber mit 1,15 Euro irgendwie nicht so richtig im Budget drin, ne? Ist egal. Halt dich mal an normale Brötchen, bitte. Käsebrötchen. Kein Käse, normal. Also Sesam, Mohn. Normal, also ich würde sagen, wir nehmen mal normal. Vier normale Brötchen, also Schnittbrötchen.
Und dann ein Croissant. Das habe ich eigentlich nur 5 Euro. Das haut er mit den Croissants niemals hin. Nehmen wir 2 Mohn, 2 Sesam. Irgendwie so, ich habe 10 Euro. Achso. 2 Mohn und 2 Sesam. Max wird die ganze Zeit hier interviewt von jemandem. Ja. Wir haben jetzt 8, ne? 8 Brötchen, 2 Mohn, 2 Sesam und irgendwie was mit Körnern da hinten nochmal. So, bitteschön. Und unsere Brötchentüte. Dankeschön, tschüss. Danke ebenfalls. So, und dann können wir wieder nach Hause. So, dann versuch mal hier rauszukommen, ohne den Fußboden zu berühren. Okay, und ich sehe gerade hier bei mir blinkt der Akku. Das ist nicht gut, um noch was aufzunehmen zu können. Um noch was aufnehmen zu können, bis wir wieder zu Hause sind, spare ich jetzt erstmal ein bisschen Akku und mache hier mal aus. Es ist wieder alles verstaut. Es ist ja echt aufwendig, ne? Ja, es dauert auch. Ab nach Hause. Frühstücken. Ja, endlich. Ach so. Ja. Wo ist der rote? Da. Ja. Wo ist er denn? Hier ist doch gar keine Anzeige. Weiß ich nicht. Und wir sind wieder zu Hause. Ja. Alles gut geschafft. Mama hat hier schon den Frühstückstisch gedeckt. Und wir dürfen immer noch nicht den Fußboden berühren und hier kann man das übrigens sehen, hier der Akku, der blinkt echt, ne? Ich muss jetzt einmal kurz die Kamera wechseln und dann werden wir frühstücken. Hey, dürfen wir die Kamera wechseln? Richtig, zu der da, die da ist. Akku wechseln? Nein, ich wechsle gleich die ganze Kamera und nehme dann die. So, und jetzt ist auch noch jemand gekommen. Nicht nur wir sind nach Hause gekommen, sondern Chrissy ist auch da. Applaus, ey! Weißt du was? Der Boden ist Lava. 3, 2, das ging ja schnell. So, ich hoffe, du hast ein bisschen Hunger. Wir frühstücken jetzt. Wir haben gerade Brötchen geholt. Okay. Und dann wollen wir mal alle irgendwie zum Tisch schleichen, ne? Oha. Wie kommen wir denn auf die Stühle, wenn wir darauf sitzen müssen? Wir dürfen aber den Boden nicht berühren. Ich sitze schon. Das geht. Der ist doch. Du berührst doch den Boden. Nee. So ein Schummler. So, also, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir irgendwie hier zum Frühstück kommen. So, wir müssen jetzt noch mal einen Stuhl mehr haben. Und ich glaube, er schult das schon erklärt immer. Viel Spaß. Du fliegst gleich hin. Du machst mir die Stühle kaputt. Du kannst auf die Decke gehen. Knackt schon. Ach, geht doch. Du kannst auf die Decke gehen. Mein Herz. Ich kann jetzt nicht wirklich aufstehen, aber egal. So, pass auf. Du gehst jetzt mal nach hier rüber zum Stuhl. Oh, auf der Decke. Ich brech die mal wieder aus. Oh, hier ist wieder meine armen Sachen. Stuhl für dich. Ja. Ach, so ist auch schlau. So, hier. Ich komme nicht mehr an den Stuhl ran. Ach so. Gleich hier. Haben wir alles denn hier, wo ich stehe? Wie die alten Wikinger ihre Schiffe übers Land transportiert haben. Jetzt muss ich nur noch einmal, wo Max sitzt, weil das ist ja mein Platz eigentlich, ne? Ach so, ja, okay. Du sitzt neben Chrissy. Ja, gut. Dann machen wir das. Das heißt, wir müssen noch einmal hier einen kleinen... Stell dir einfach da hin, einfach hinstellen. Tausch mal. Danke. Lass doch jetzt einfach so, Papa. Papa, ja, aber ich muss das. Achso, genau. Wir können wir hier. Geh du erstmal auf meinen Stuhl. Achso. Machen wir so. ich brauch noch ein Kissen gleich. Schnucki, wie willst du denn darüber kommen? Ja. Okay. Ah, ist da liegt da noch was? Da liegt ganz viel. Ja. Vielleicht sollte er das zwischendurch mal wegnehmen, damit wir das schön schwer also haben. Also im Grunde könnten wir das liegen lassen, weil das feudelt ja gleichzeitig den Boden. Ja, ne? Wie toll. Feudelt. So, wir haben es geschafft. Wir sitzen alle gemütlich am Frühstückstisch. Und jetzt werde ich eben mal gucken, wer alles schubbelt. Mit Mohn.
Meine Beine sind nie oben. Alle Füße sind hoch. Niemand schummelt hier. Papa, deine Füße sind eh zu klein. Ich muss die gar nicht hochheben. Meine cool. Kommen so nicht mal auf den Boden. Ich sitze immer auf meinen. Okay, so. Euch auch jetzt einen guten Appetit hier und uns auch und bis gleich. Und da sind wir schon wieder beim Frühstück zurück, weil ich hier gerade was gehört habe, das kann ich ja gar nicht glauben. Chrissy hat schon gefrühstückt. Ja. Und sie hat auch gesagt, was sie gefrühstückt hat. Nämlich? Es gab Pimeni. Pimeni so? Und dann. Und einige, auch, ja. Einige bei uns im Video haben geschrieben, Pimeni zu Frühstück, seid ihr bekloppt? Gibt's gar nicht. Blinchiki gibt's. Nein. Also bei den Russen gibt's das. So, und jetzt sind wir direkt nach dem Frühstück gleich losgefahren, um mal das tolle Wetter zu nutzen. Und wenn man auf dem Fahrrad sitzt, berührt man ja automatisch nicht so den Boden. Allerdings war das Aufsteigen genauso problematisch wie mit dem Hoverboard da die Treppe runterzukommen. So, Mama und Ash sind da vorne. Und wir haben hier jetzt den Schleimparcours, wo das natürlich besonders praktisch ist, wenn man nicht den Boden berührt. So, jetzt mal weiter hier durch den Wald. So, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Oh, hier ist gerade das gefrorene See. Und da vorne sind ein paar Baumstämme, da können wir mal ein bisschen Pause machen. Und Pause! Wir konnten hier ganz gut anlegen mit unseren Booten. Fahrrädern. So, können wir hier erstmal ein bisschen auf den Bauch. Ist der rutschig hier? So. Steig ab. Pause. Ja, sie hat so. Alle kommen von ihren Fahrrädern runter. Möchte jemand eine Banane? Ist auch runter. Ja, gib mal her. Ich esse keine. Herr bräuchte ich was mehr. So, wir haben jetzt natürlich die Aufgabe, dass wir hier über den Weg rüber müssen, ohne den Boden zu berühren, auf die beiden Bäume, die da drüben liegen. Wie müssen wir hin? Irgendwelche Aufgaben müssen wir ja hier erfüllen, oder? Nicht? So, Ash ist jetzt gerade auf dem Weg durch den Wald, ohne den Boden zu berühren. Auf irgendwelchen Holzresten. Nicht aufwischen. Halb vergammelt, vermoost, bemoost. Hey, was sehe ich da? Kommst du mal vom Fußboden weg, aber zacki zacki. Runter vom Fußboden. Verloren. Dafür musst du da vorne durch den See schwimmen. Ja, genau. Nee. So, Max will jetzt hier einmal mit... Nee, mal. Ich mach das, ich lösch das. So, und Max fährt jetzt einmal mit Ash Fahrrad. Lass es genau. Heilen. Beziehungsweise versucht das. Und wenn du es nicht schaffst, was machst du dann gleich? Du kippst dann gleich damit. Oh Mann, hoffentlich bricht das nicht in der Mitte durch. Nächster. Wie viel Kilo wiegst du nochmal? Zu viel fürs Fahrrad. Ja. Kann ich jetzt damit fahren oder nicht? Fahr los. Nein. Was denn jetzt? Fahr. Nein! Nein! Komm wieder zurück! Ash, dein Fahrrad ist weg! Dein Fahrrad wird geklaut! Wo ist er überhaupt? Der versucht gerade. Achso, er versucht gerade hier Max Fahrrad zu nehmen, ne? Nee, er versucht die Gangschaltung einzustellen. Also ich würde sagen, das sieht perfekt aus, oder? Ist ja eigentlich auch mal dein Fahrrad gewesen, ne? Da warst du nur ein bisschen kleiner. Da kommt der angerast. Ich geh noch eine Runde. Cooles Fahrrad, Ash. Ja. Nice. Und Ash ist auf Max Fahrrad unterwegs. Guckt euch das an. Es ist ja noch ein bisschen viel zu groß, ne, oder? Ja. Trotzdem, du schaffst es. Und Aufbruch, alle sind wieder unterwegs. Wir wollen da drüben zu so einem schiefen Baum, wo wir alle hochgehen wollen. Die Idee kommt übrigens von Chrissy. Ja, Chrissy hat die besten Ideen. Dann gehen wir mal dahin, ne? Fahren. Durch den Matsch gehe ich auf keinen Fall. Ja, außerdem darf man ja auch gar nicht, ne? Oh, das gucke ich mir an hier. Au! Oh, habe ich erwischt? Nee. Chrissy! Was passiert da hinten? Oh, nein! Oh, das sah aus, als wenn du im Laub warst. Aber du stehst ja auf dem Baum, alles Papi, gut. Hilf mir jetzt. Du musst das Fahrrad ein bisschen weiter rumdrehen. Das geht nicht. Doch, das geht. Nee. Guck mal, wie das geht. Warte. Soll ich helfen? Ich hasse den heutigen Tag. Ja, gut. Ash ist irgendwo da hinten. Ah!
Oh nein, was ist denn das? Gerutscht. Ah, da war kein Boden unter da. Nur Laub. Was ist da los? Probleme. Chrissy, du musst das Fahrrad erstmal hier einen Baumstein weiterschieben. Da kannst du ganz gut aufsitzen hier. Und dann wegreiten. Oh, zu nah. Auf ihrem Stahlesel. Da wird geschummelt. Die schummeln hier. Schummelpötte. Aber du. Wie jetzt? Ich war noch nicht einen Fuß auf dem Boden. Noch nicht einmal. Genau, von da musst du starten, das geht. So, und jetzt muss ich auch mal sehen, dass ich hier irgendwie raufkomme. Und hier wird nochmal kurz Pause gemacht. Ja, wir müssen ja gleich mal langsam unsere Energie... Und ich frage mich gerade, wie man von dem Fahrrad, ohne den Boden zu berühren, absteigen kann. Gute Frage. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Wo ist der überhaupt? Und Ash versucht tatsächlich hier diesen Baum hochzuklettern. Der steht hier so ein bisschen schräg. Chrissy hatte ja die Idee, da rauf zu krabbeln. Und da rutscht er auch schon wieder runter. Hey, du hast den Boden berührt. Und ich glaube, Mama hat keine Lust mehr. Die hat so keine Lust mehr. Die hat, wo ist sie überhaupt? Da hinten. Da fährt sie weg. Und da kommen die beiden angeradelt. Bitte. Ich stehe übrigens hier nicht auf dem Boden, sondern auf einem Stein und ich bin jetzt Letzter, ich muss hinterher. Und wir sind wieder zu Hause. Mal sehen, dass ich jetzt hier richtig rankomme. Oh Gott, oh Gott. Geschafft. Ja, den Boden nicht berührt. Ich frage mich ja, wo die anderen sind. So, für mich ist das jetzt zu Ende. Ich darf den Boden wieder berühren. Und jetzt mal gucken. Ah, da kommen sie ja schon alle im Gänsemarsch. Ash als Erster. Max sagt, hey, den Fußboden nicht berühren. Mach Platz, Vorsicht. Boah. Alter. Ey. Was ist das denn? Toll. Oh, jetzt muss ich noch. Was ist das da? Also die Steine. Okay, dann kommt mal hier alle an Bord hier, ich fast gesagt. Darf ich jetzt auch berühren? Ja, ich habe auch schon gesagt, wir sind fertig. Ich würde sagen, das war es dann auch hier von unserer den Boden einen Tag lang nicht berühren Challenge. Was? Armbrot für das so. Armbrot gibt es gleich noch. Und dann? Armbrot gestrichen. Bis zum nächsten Mal. Mein Rücken ist übrigens extrem dreckig. Ach, das ist nur ein bisschen. Echt? Ja, die drei Tropfen da, das macht nichts. Ich sehe das, ich weiß ja nicht, wie es aussieht da. Ist nicht viel. Okay. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achso, hier dann. Du sagst nochmal was. So, und das war's jetzt hier mit unserer einen Tag lang den Boden nicht berühren Challenge. Genau. Schreibt die Kommentare, wollt ihr mehr davon sehen? Also es hat echt Spaß gemacht. Ist auch ein bisschen schwer tatsächlich gewesen, auch mit dem, beim Bäcker. Ja. Es war nicht so leicht mit dem Skateboard erstmal dahin zum Auto und dann auch noch da raus. Ich hatte das ganz einfach mit meinem Teil. Ja, du. Der fährt ja von alleine. Ja, aber ich nicht. Und im Wald war es eben nicht so schön. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das ist nicht meine Lieblings-Challenge gewesen, ne? Nicht? Nee. Das soll cool. Aber jetzt nicht da drin sein im Video, nein, ne? Nein.